herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Ein super spannendes Thema, und zwar die Schnittstelle zwischen den Kinderärzten und Ärzten und der Dermatologie. Wir sprechen über Kinderkrankheiten mit Hautausschlägen und haben da drei Stück mitgenommen. Mein Name ist Dr. Alice Martin, ich bin eine der Ärztinnen von Dermanostik und bei Social Media aktiv und heute einen Spezialisten mitgebracht. Stell dich gern vor. Ja, vielen Dank. Ich bin Dr. Nibras Nami, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und mache auch einen Podcast zu dem Thema. Hand, Fuß, Mund heißt der, wo wir über Kindergesundheit aufklären, auch über einige Themen, die wir vielleicht gleich besprechen werden. Ich kann den Podcast total empfehlen. Dann bist du up to date, wenn du sowohl als Elternteil dich mit solchen Themen beschäftigst, und es ist auch sehr interaktiv. Estefania war auch bei einem Podcast dabei, ganz begeistert. Und ansonsten auch bei Instagram sehr empfehlenswert. Da verkündet ihr auch eure neuesten Podcasts. Absolut. Nehme ich an. Danke. Starten wir direkt mit dem ersten Thema. Bläschen im Mund, Bläschen an den Händen und an den Füßen. Das ist so eine schöne Schnittstelle, also schön, dass du dabei bist. Wir werden jetzt die wichtigsten Themen bzw. Symptome, wie äußert sich das, worauf solltest du achten, besprechen. Und ich denke, wir starten direkt mit Hand, Fuß, Mund. Mhm. So heißt ja auch eure Instagram-Seite. Und vielleicht so, wenn du an Hand, Fuß, Mund denkst, worauf achtest du jetzt, wenn ein Kind mit Hautveränderungen an den Händen, Füßen und zum Mundbereich kommt? Ja, eigentlich müsste die Krankheit Mund, Hand, Fuß heißen. Eigentlich müsste Mund am Anfang stehen, weil meistens gehen die Symptome im Mund los. Typischerweise bei dieser Erkrankung weiß man auch am Anfang gar nicht, dass es Hand, Fuß, Mund ist. Man denkt, das ist vielleicht ein Racheninfekt oder eine Mandelentzündung, weil es oft losgeht mit Halsschmerzen und einem geröteten Rachen. Dann kann aber hier und da schon mal so ein Bläschen entstehen im Bereich des Mundes. Also Bläschen sind typisch für die Hand, Fuß, Mund-Krankheit. Und so zwei, drei Tage später geht es dann eben los mit den Bläschen an Händen und Füßen. Und deswegen wird die Diagnose häufig erst beim zweiten Termin gestellt. Beim ersten Mal denkt man, ach, das ist irgendwie was mit den Luftwegen. Und dann auf einmal kommt das Kind zur Kontrolle zum Beispiel. Oder vielleicht geht es auch nicht viel besser nach zwei, drei Tagen. Und auf einmal sind die Bläschen auch an Händen und Füßen. Und dann weiß man, okay, da ist die Diagnose. Typischerweise hat man aber nicht an vielen anderen Stellen, vor allem nicht am Rumpf, am Körper oder mitten im Gesicht Bläschen. Also es ist schon typisch so, wie der Name der Erkrankung auch ist. Also das könnt ihr euch oder kannst du dir gut merken. Da, wo der Name auftritt, da sind auch die Bläschen. Wir sehen das auch sehr häufig bei uns. Und tatsächlich, wenn wir Bläschen im Mundbereich haben, fordern wir bei uns auch Bilder von den Händen oder den Füßen an, um die Diagnose zu bestätigen. So Müdigkeit, Abgeschlagenheit, das sind ja häufig noch so kleine Symptome. Aber alles in allem harmlose Erkrankungen, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass Hand, Fuß, Mund eine harmlose Viruserkrankung ist, die typischerweise alle Kinder irgendwann mal durchmachen. Auch Erwachsene können die durchmachen. Mhm. Also ich habe mir auch schon mal diese Erkrankung durch ein High Five bei einem Kind eingefangen. Hey. Also das sollte man vermeiden oder sich zumindest danach gut die Hände desinfizieren. Genau, gut schützen. Und auch, es gibt noch eine andere Krankheit. Wir kommen dann direkt, weil das so gut passt, zu einer anderen Infektion, und zwar den Windpocken. Ich hatte es selber auch in der Kindheit. Und es ist ja etwas, das immer wieder täglich in den Praxen, in den Kliniken aufkommt. Ja, vielleicht so die wichtigsten Stichpunkte, wenn jetzt ein Kind mit Windpockenverdacht zu dir kommt, worauf achtest du so grundsätzlich? Vielleicht darf ich dich kurz korrigieren. Zum Glück kommt es ja nicht mehr so oft vor oder nicht mehr täglich. Deine und meine Generation, wir haben das oft durchgemacht, aber so seit 2004 gibt es eine Impfung gegen die Windpocken, und das hatte im Vergleich zu Hand, Fuß, Mund ja auch einen gewissen Sinn, weil diese Erkrankung selten auch mal komplizierter verlaufen kann, also nicht nur mit Fieber und Hautausschlag, sondern auch mit einer Lungenentzündung oder sogar einer Entzündung vom Gehirn. Also es gibt einen gewissen Sinn hinter dieser Impfung, die man so ab Ende des ersten Lebensjahres machen kann. Typischerweise sieht man auch Bläschen, so wie wir das eben gerade besprochen haben. Die befallen aber wirklich den gesamten Körper, sogar die behaarte Kopfhaut. Also das ist besonders gemein für die Kinder, dass dann auch der ganze Kopf juckt. Es ist auch ein besonders juckender Ausschlag, wogegen Hand, Fuß, Mund zum Beispiel ein eher brennender Ausschlag ist. Also eher so ein Missgefühl, und Windpockenausschlag, der juckt einfach ungemein. Und ist ja besonders ansteckend. Daher kommt ja auch der Name Windpocken, weil man früher ja eben, ohne dass man sich berührt hat, durch die Luft diese Viren übertragen worden sind, wenn man zu lange in einem Raum ist zusammen. Und deswegen ist diese Erkrankung so auf den ersten Blick mal ein bisschen ähnlich, aber schon doch was ganz anderes. Richtig, und du hast vollkommen recht. Ich gucke aus meiner Generationsbrille. Das heißt, ich sehe ja gar nicht so häufig die Kinder, sondern eher dann Jugendliche oder jetzt Erwachsene.
Ich selber hatte es, weil ich nicht geimpft bin. Jetzt kommt nämlich genau der Punkt, wenn eine Infektion da ist, dann sind diese Erreger ja ein Leben lang und können in Form der Gürtelrose ausbrechen, das dann aber im deutlich späteren Lebensalter. Das heißt, wenn wir eine Gürtelrose haben, dann ist eine Windpockeninfektion vor langer, langer Zeit vorausgegangen. Und das ist das Wichtige, wenn wir jetzt beim Thema Impfung auch gerade waren. Absolute Empfehlung, wirklich regelmäßig mit den Kinderärzten und Ärzten den Impfplan durchzugehen und da sich entsprechend dann bei den Untersuchungen dran zu halten und zu orientieren. Und jetzt kommen wir zu einem, wir waren ja gerade eher bei viralen Erregern, jetzt wechseln wir zu etwas anderem, zu Erdbeerzunge und Reibeisen oder so Sandpapierhaut, der Scharlachinfektion. Und ja, das ist jetzt eine ganz andere Ursache, also eine bakterielle Ursache. Wie häufig kommt es vor, dass du Scharlach siehst? Also Scharlach sieht man als Kinderarzt oder Kinderärztin schon deutlich häufiger als Windpocken. Zum einen, weil man nicht dagegen impfen kann. Das sind, hast du ja auch schon gesagt, eine bakterielle Infektion mit Streptokokken. Und ja, das kann halt schnell überschlagen. Nicht jede Streptokokkeninfektion macht einen Scharlach, sondern wenn diese Bakterien vielleicht über längere Zeit nicht erkannt werden oder auch nicht behandelt werden, dann sondern die so einen gewissen Giftstoff aus, ein Toxin. Und dieses Toxin, das macht dann eben dieses Scharlachbild. Also es ist quasi so das nächste Level von dieser Infektion. Und du hast schon ein paar typische Symptome genannt. Ein Ausschlag, der tatsächlich sich für den Betrachter, wenn man drüber streicht, ein bisschen wie Sandpapier anfühlt. Es gibt noch andere typische Sachen. Du hast die Erdbeer- oder Himbeerzunge genannt. Wenn die Kinder die Zunge ausstrecken, dann ist die wirklich knallrot. Und man denkt, ah ja, da hat das Kind irgendwie eine Erdbeere im Gesicht. Das ist wirklich sehr charakteristisch. Typischerweise ist auch eine periorale Blässe oder man sagt, kann das auch blasses Munddreieck nennen, dass wirklich die Wangen knallrot sind, aber so zwischen Nase und Unterkiefer um den Mund herum wirklich so eine Blässe entsteht. Und auch wenn man in den Mund reinschaut, dann gibt es so eine Rötung des weichen Gaumens, aber der harte Gaumen ist gar nicht gerötet. Da sieht man wirklich so eine trennscharfe Linie und deswegen ist das auch eine Blickdiagnose. Da braucht man keine weiteren Tests mehr machen. Man sollte diese Erkrankung aber nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil diese Toxine auch mal selten woanders Probleme machen können, zum Beispiel auch an den Nieren. Deswegen sollten alle Kinder mit Scharlach auch eine antibiotische Therapie bekommen. Da kann man aber ganz klassisch einfach Penicillin benutzen. Also dann in der Behandlung sehr einfach, in der Blickdiagnose auch gut zu sehen. Jetzt haben wir drei relativ häufig, zum Teil oder zum Glück nicht mehr so häufige Infektionen wie die Windpocken besprochen. Und ich fasse kurz zusammen, wenn es um Bläschen geht, so im Mundbereich, dann immer auch gerne auf die Hände und Füße schauen. Außerdem, wenn es um die Zunge geht, wenn die gerötet ist und so Erdbeer- oder Himbeerartig ist, dann auch mal gucken, gibt es noch andere Infektionswerte, gerne dann entsprechend den Kinderarzt, die Kinderärztin kontaktieren. Und ja, hast du noch so einen wichtigen Tipp, damit die Zuschauer jetzt nicht direkt in Alarmzeichen gehen, aber trotzdem wissen, wann der Moment ist, dass dann ärztliche Hilfe notwendig wird? Also alle Hautausschläge in normaler Form durch einen Virusinfekt zum Beispiel oder auch beim Scharlach, die verschwinden eben nach ein paar Tagen wieder. Und wenn ein Ausschlag lange Zeit besteht, nicht weggeht, immer schlimmer wird, oder wenn sich auf den Ausschlag noch eine zweite Infektion draufsetzt, zum Beispiel bei den Windpocken, da man ja zum Beispiel dann auch an dem Bläschen kratzt, weil es ja auch juckt, können dadurch auch dann Bakterien eindringen in die bereits geschädigte Haut und dann so eine sogenannte Superinfektion machen. Dann sollte man auf jeden Fall zum Kinderarzt gehen und sich das nochmal anschauen lassen, weil dann wahrscheinlich auch eine Extratherapie notwendig ist. Falls du übrigens bei deinem Kind einen Hautausschlag bemerkst und es passt nicht zu diesen beschriebenen Symptomen oder aber es ist genau das, dann kannst du auch gerne unsere Hautfachärztinnen und Ärzte kontaktieren, über die App die Fotos schicken oder alternativ dann entsprechend zum Kinderarzt, zur Kinderärztin gehen und die Behandlung starten. Ja, super zusammengefasst. An der Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Und damit ihr immer up to date bleibt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich freue mich sehr über ein Like oder auch, wenn du noch Fragen hast, hinterlass gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.